Der Berliner Mieterverein, ich glaube, darüber muss ich am allerwenigsten sagen, aber zumindest so viel für alle, die es nicht wissen, hat 170.000 Mitglieder, ist Berlins größte Mieterorganisation, bietet Mieterberatung, Mieterrechtsschutz, Informationen zum Mietrecht und natürlich auch zur Wohnungspolitik. Wir sind gespannt auf den Kommentar zu den Grundsätzen von Herrn Dr. Tietzsch. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Sie müssen mir noch sagen, welche der Tasten hier, diese hier, okay, gut, das ist bei jedem ein bisschen anders. Ich habe das Motto Beteiligung aus Mietersicht mir vorgenommen, und zwar zu den Aspekten, was bringen Mieterinnen in die Beteiligung ein, was erwarten Mieterinnen von Beteiligung, wie sieht das unterschiedlich aus im Falle von Bestandsentwicklung und Neubau, aus Mieterinnensicht, und was müsste aus Mieterinnensicht verbessert werden. Dabei ist mir ganz wichtig, dass ich zwar spreche für den Berliner Mieterverein, dass wir aber genau wissen, dass wir viele Menschen in den Gebieten gar nicht erreichen, die in den Initiativen sich zusammenfinden, die eigene politische Vorstellung entwickeln. Das ist ganz unerlässlich, und wir versuchen dem manchmal ein bisschen Schubkraft zu geben. Manchem wird das nicht immer reichen, das macht aber nichts. Was für mich ganz wichtig ist, ist, dass die Mieter, die Bewohner der Gebiete eben diejenigen sind, die letztlich die Qualitäten des Gebiets kennen, die auch wissen, welche Qualitäten in einem Gebiet fehlen, also wo Veränderungsbedarf besteht. Und zwar haben sie das auf einer Ebene ganz persönlicher Betroffenheit. Sie erleben, wie sich ihr eigener Eigentümer verhält, vielleicht auch der Nachbareigentümer, und wie der mit seinen Bewohnern umgeht. Sie wissen, wie sich das im konkreten Leben auswirkt. Was ein großer Trumpf dieser Beteiligung der Bewohner ist, ist ihre lokale Vernetzung. Sie können im Gespräch sich einen Überblick verschaffen, wie andere Gebietsbewohner sich zu den Veränderungen stellen. Und sie können auch sich informieren und anregen, wie weit andere Bewohner für Veränderungs- und Beteiligungsprozesse gewonnen werden können. Das heißt, sie sind die idealen Multiplikatoren für diese Prozesse. Dann gibt es natürlich ganz konkrete Erwartungen von Mietern, von Bewohnern in Gebieten, die im Bestand oder durch Neubau von Veränderungen betroffen sind. Sie wollen keinesfalls einen unfreiwilligen Auszug erleiden. Sie wollen durch diese Veränderungsprozesse keine übermäßigen Belastungen erleiden. Und sie wollen, dass ihre privaten, ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bezüge in dem Gebiet gesichert werden. Sie haben teilweise auch Veränderungsinteressen, weil sie wissen, dass es in dem Gebiet Defizite gibt, haben sie manchmal auch ein Interesse, dass diese nun verändert werden. Sie haben manchmal auch veränderte Bedürfnisse und wünschen sich, nehmen Sie das, den Aspekt barrierefreies Wohnen, dass eben auch diesen veränderten Bedürfnissen Rechnung getragen wird. Sie wollen auch, dass Konflikte, die in dem Gebiet entstanden sind, eine Regelung, einen Ausgleich finden. Vor allem aber wünschen Sie sich, dass Ihre lokale Kompetenz respektiert wird, und deswegen sind wir sehr zufrieden, dass es diese Beteiligungsprozesse auch in den gesetzlich nicht vorgeschriebenen Bereichen geben wird. Die letzten Folien werfe ich im Grunde nur noch an die Wand. Das wird keinem etwas Neues sein. Die Interessenlage ist eine andere, wenn es sich um Entwicklungen im Bestand handelt, gegenüber Entwicklungen, die durch Neubauprojekte entstehen. Diese unterschiedlichen Perspektiven muss man versuchen, genau aufzunehmen, und man muss letztlich auch in den, das ist offenbar nicht die korrekte Folie, dann nehmen wir die alte, diese Entwicklung und die Bestrebungen, die man in dem Beteiligungsprozess entwickelt hat, wir müssen einerseits dafür sorgen, dass die gesetzlichen Instrumente verbessert werden, damit solche Beteiligungsprozesse stärker auch eingebunden werden. Und wir müssen umgekehrt dafür sorgen, dass die Ergebnisse, die man in Beteiligungsprozessen erreicht, auch konkret und handhabbar umgesetzt werden in konkrete Vereinbarungen und Regelungen.
Danke.